Was? Ich weiß schon jetzt die erste Frage, oder? Da kommt. Sag vorher welche. Vereine bestimmt. Einer muss weg mit Emre Can. Erste Frage, Emre. Auf deinem Smartphone hast du nur noch Speicherplatz für zwei Videos. Dein Tor beim Startelfdebüt in Leverkusen. Dein Verrückzieher-Tor mit Liverpool gegen Watford. Oder das Video, was wir dir hier jetzt zeigen. Von damals aus der U17 ist es, glaube ich. Kapitän, U17-Nationalspieler, Bayern München, Alvivo Prime, Technica, Spiel. Eins muss weg. Dieses Video. U17. Warum? Boah. Ist doch Hammer. Aber du hörst dich da genauso an wie heute. Ist echt? Dir das aufgefallen? Voll. Ja, ich glaube, vom Aussehen habe ich mich auf jeden Fall verändert. Von der Stimme geht so, stimmt, nicht so. Aber ich glaube. Techniker, Spielmacher, Anführer bist du alles. Dafür wurde ich so oft fertig gemacht, dass ich das damals gesagt habe. Ich glaube, es war ein super Jahr, als das Video auch gemacht worden ist. Und, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, meine zwei Momente: das Tor gegen Leverkusen und das Tor gegen Watford. Ja, Hammerdinge, das stimmt. Das würde ich nicht umtauschen dafür. Ja, mal angenommen, du wirst nach deiner Karriere Schiedsrichter. Macht ja Sinn. Du brauchst für dein Team noch zwei Assistenten. Dann Axel Sagadou, Thomas Delaney, Nico Schulz. Einer muss weg. Boah. Ja, ich glaube, Thomas dann raus, weil ich glaube, der ist ein bisschen zu aggressiv manchmal. Finish him! Als Schiri ist das nicht gut, dann ist er also ruhiger. Deswegen Thomas, der okay. Lehne ich raus. Du hast ja auch schon mal für eine recht bekannte Modemarke ein bisschen gemodelt, deine eigene Kollektion selected. Sagen wir mal, jetzt kreierst du eine eigene Modelinie und brauchst noch zwei Models für das anstehende Werbeshooting. Marvin Hitz, Mats Hummels, Roman Bürki, einer muss weg. Boah. Klar, alle drei gut aussehende Männer, muss man ehrlich sein. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, stehe ich auf die oder so, ne? Aber wer muss da weg? Einer muss weg, einer muss weg, einer muss weg. Haben die alle schon Erfahrung mit Modeljobs? Ich sehe Roman manchmal bei Instagram. Ja, ich glaube, Roman und Mats haben da schon viel Erfahrung. Okay, dann muss leider Marvin weg. Okay. Wie manche Leute wissen, Deutschrap ist ja so ein bisschen unter anderem dein Ding. Wenn wir über Musik sprechen, hin und wieder präsentierst du ja auch mal, was du so kannst. Da haben wir auch noch mal ein kleines Video. Was? Nein. Jim, a short one, okay? Short one, it's fine. What's the lyrics? Emre, you're getting old. 50-50 Risiko, eigene Villa Swimpool oder deine Mutter weint, weil dich im Knast besucht. Hör mir zu, weil ich weiß, was ich rede. Du musst nicht verzweifeln, Mann. Daran siehst du ja, läuft richtig, Hammer Talent. Und weil du da wahrscheinlich auch nochmal richtig Karriere machen wirst. Boah, so schlecht, ne? Das ist so schlecht von mir. Bekommst du bald ein Feature mit zwei Artists angeboten? Dümarok, Mero oder Azad? Einer muss weg. Jetzt habt ihr mich. Azad kann auf keinen Fall weg. Er ist einer. Der kommt einfach da, wo ich herkomme, ist aus der Nordweststadt und ich glaube, ist der einer der ersten, der groß mit Rap rausgekommen ist und deswegen, der ist auf jeden Fall dabei. Also mit dem würde ich gerne klar was machen, wenn es so wäre. Aber wird nie so sein, weil ich der schlechteste Rapper auf dieser Welt bin. Boah, als zweites. Echt schwer zu sagen. Boah, es ist schwer. Muss ich jetzt echt einen da rausnehmen? Ja, drei wären zu viele. Ja, dann Dümarok, weil Mero eher meine Musikrichtung, so meine Rap-Richtung geht. Was macht Dümarok, wenn er erfährt, dass du den jetzt rausgewählt hast? Ja, das kommt nicht gut an. Okay, also entscheidest du dich für Mero und Azad? Nee, Mero raus, glaube ich. Okay. Mit Dür habe ich schon was auch gemacht gehabt. Bei einem, da war ich erstmal bei so einem Rap-Lied dabei. Deswegen tut es mir leid, aber deswegen muss ich sagen, glaube ich, Mero weg. Obwohl ich seine Musik sehr, sehr mag. Okay. Statt Dümarok und Azad musst du jetzt aber mit zwei Teamkollegen einen Track aufnehmen. Erling Haaland, Mo Dahoud, Julian Brandt, einer muss weg.
Was Musik angeht, glaube ich, dass ich dann Mo dann weg muss, weil ich glaube, Erling kann schon. Kann rappen, ja. Kann gut rappen. Und der hat ja so Videos, ne? Als er noch jung war, stimmt. Obwohl die nicht jetzt atemberaubend sind. hat er schon Erfahrung damit. Ich glaube, Julian ist ja so gerne ein DJ oder er macht ja zu Hause ab und zu mal was. Das ist mir zu wild. Deswegen glaube ich, muss leider der Mo weg. So, du hast ja nach den Clubs gerade schon so ein bisschen gefragt, ob das kommt. Du gründest jetzt aber eine Traditionsmannschaft nach der Karriere mit Spielern deiner Ex-Clubs. Hast aber noch zwei Kaderplätze frei. Cristiano Ronaldo, Steven Gerrard oder Bastian Schweinsteiger? Einer muss weg. Alter, ich krieg nur nach dem Video hier Feinde, glaube ich. Ja, Cristiano Ronaldo muss dabei sein, klar. Bastian Schweinsteiger muss auch dabei sein, weil ich habe mit ihm bei Bayern gespielt damals, ich habe mit ihm in der Nationalmannschaft gespielt und wir haben uns super verstanden und deswegen ist leider Stevie G raus. Obwohl das sehr, sehr schwierig ist. Ja, ist hart, aber wenn ihr mir so harte Fragen stellt sozusagen, dann muss ich auch gut, ja. Die Antwort müsste auch hart sein, leider.